So, ich habe ein Problem mit meinem DX gehabt die Tage. Nach Austausch sämtlicher Dichtungen von der Hydraulikpumpe und hast du nicht gesehen, überall geguckt. Ich habe angerufen bei dem und bei dem Pumpenlieferanten. Nein, das liegt nie an der Pumpe. Ich sag, wir haben hier gemessen 180 Bar oder 175 Bar Druck und wir kriegen den Muldenkipper nicht hoch. So, jetzt haben wir rausgefunden, der hat einen Zusatzölbehälter und dieser Hydraulikblock saugt erst leer, obwohl der Zusatztank über einen, ich weiß nicht, so ungefähr 3 cm Verbindungsleitung in den Hydraulikblock geht, dass er immer erst den leer saugt, den Hydraulikblock, und dann läuft es so langsam nach. Obwohl auch selbst wenn das Öl warm ist, läuft es immer langsam nach. Jetzt habe ich mir einfallen lassen, was wir da machen. Ich zeige euch das mal. So, hier haben wir jetzt beim Deutz den Peilstab, der jetzt hier dran sitzt. Ich habe ihn hier jetzt reingedreht, provisorisch. So, jetzt ist der Pott, der andere Pott ist jetzt vollgelaufen und der Hydraulikpott nicht. Wir müssen jetzt hier beigehen und hier ein Entlüftungsventil drauf bauen, das den Druck von hier aus durchlässt. Wenn hier das Öl zurückkommt in den Block, kann das Öl von hier und die Luft, die im Oberrad im Block ist, kann die Luft von hier in den Zusatztank. Umgekehrt darf das nicht passieren. Die Luft von da nach hier darf hier nicht reinkommen. Weil wenn er jetzt aus dem Block, der Block ist jetzt, sagen wir, voll oder reicht voll, jetzt saugt er. Und wenn er jetzt hier Luft ansaugt, saugt er natürlich erst den Block hier leer. Und wenn er erst den Block hier leer saugt, haben wir natürlich das Problem, dass das Öl nicht schnell genug nachfließt. Obwohl es eigentlich serienmäßig so eingezeichnet ist. Ich habe sämtliche Unterlagen dazu geguckt. Es ist immer wieder so, dass es eigentlich eine Ausgleichsleitung gibt. Hier gehört ein Rückschlagventil drin. Da war bislang nur dieses Teilchen drin. Und das wird jetzt hier reingebaut. Und dann wollen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen, dass das funktioniert. Ich habe jetzt den Stopfen hier drauf gedreht. Wenn der Stopfen hier drauf ist, ist der Behälter bis oben voll und er saugt da raus. Wenn der Stopfen nicht runter ist, kann er hier Falschluft saugen, saugt den leer und das läuft nicht schnell genug nach und die Pumpe fängt an zu schäumen, weil hier nichts kommt. So. Alles, höher geht er nicht. Das Öl ist dann zwar auch zu Ende, aber nach 5 Stufen Hydraulikzylinder mit Zusatztank, entnehmbare Ölmenge sollen 33 Liter sein laut Plan. Jetzt klappt das.